Hallo, also die Frage diesmal ist, zu welchen Zahlenmengen gehört die Zahl 3,4028 Periode? Jetzt ist erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich genau diese Periode hier? Gucken wir uns das erstmal an. Also, was ist das für eine Zahl? Die ist 3,4028 Periode. Und das ist, diese Periode bedeutet einfach, dass sich die 2,8 immer wiederholt. Also das ist eigentlich 3,4028, 2,8, 2,8, 2,8. Und jetzt kann ich irgendwie schreiben, bis mir die Finger wund werden. Ich würde nie fertig werden. Ich könnte ohne diesen Strich bin ich gar nicht in der Lage, diese Zahl aufzuschreiben. Also ich brauche diesen Strich. Und ja, jetzt sind wir gefragt zu beantworten, in welchen Zahlenmengen diese Zahl liegt. Also auf der Zahlengerade können wir sie schon mal aufzeichnen. Also wenn ich hier 0 habe, 1, 2, 3, 4, dann liegt diese Zahl wohl etwa hier. Also da liegt sie. Gut, aber das war nicht unsere Frage, aber damit sieht man erstmal, also es ist sicher eine reelle Zahl. Also sie liegt irgendwo auf der Zahlengeraden. Also es ist eine reelle Zahl. Reelle Zahl. Und zwar also eine Zahl aus dieser Menge R. Okay. Die zweite Frage, also oder was wir auch noch sagen können, es ist sicher keine ganze Zahl. Also diese Menge Z der ganzen Zahlen. Oder diese Menge n der natürlichen Zahlen. Dazu gehört sie sicherlich nicht, die Zahl. Aber die große Frage ist eigentlich, gehört sie zu dieser Menge Q, der rationalen Zahlen? Und wenn es eine rationale Zahl ist, ich nenne die Zahl hier jetzt mal x, dann muss ich sie ja schreiben können als x gleich m durch n. Und m und n müssen irgendwie ganze Zahlen sein. Gut, und ja, wie komme ich dazu zu entscheiden, ob das jetzt eine rationale Zahl ist? Und da sage ich euch jetzt einen Trick, der funktioniert eigentlich immer, wenn ich eine periodische Zahl habe. Und ich zeige ihn euch jetzt anhand dieses Beispiels. Und aber eigentlich ist es, ja, also kann man ihn, wie gesagt, immer auf Perioden anwenden und damit sehen wir auch gleich, dass alle periodischen Zahlen auch rational sind. Also es gilt nicht nur für diese eine. Und jetzt gucken wir uns das mal an, also wie dieser Trick geht. Jetzt nehme ich mal diese Farbe hier. Okay, also der geht folgendermaßen. Was mich stört, wenn ich das als Bruch schreiben will, ist eigentlich hier diese Periode. Also 3,4 kann ich sicher als Bruch schreiben. Das ist gleich 3 plus 0,4. Also das wäre dann gleich 3 plus, wenn man sich erinnert, dann ist 0,4 ist eben 4 und das ist die Zehntelstelle, also 4 Zehntel. Und wenn wir das zusammenrechnen, dann bekommen wir 34 Zehntel. Also ist sicher ein Bruch. Dass 3,4 eine rationale Zahl ist, steht eigentlich, ja, ist nicht so schwer zu sehen. Aber jetzt mit dieser Periode tut man sich eben etwas schwieriger. Aber wir machen das mal folgendermaßen. Und wie gesagt, der Trick geht eigentlich immer bei solchen periodischen Zahlen. Also, ich versuche, zwei Zahlen zu bekommen, die beide dieselbe Periode haben. Und zwar, die beide diese 0,28 haben als Periode und dann ziehe ich sie voneinander ab. Und eine Zahl, die bekomme ich die größere, indem ich hier mit 10.000 multipliziere und damit rückt dann das Komma 4 Stellen nach rechts. Also machen wir das jetzt mal. Dann habe ich also hier 10.000 mal x ist gleich 3,4028,28 Periode. Und
noch so eine ähnliche Zahl mit der Periode 2,8 bekomme ich, indem ich mit 100 multipliziere, also 100 mal x ist gleich 340,28 Periode. So, und jetzt habe ich zweimal eine Zahl, also mit der Periode 2,8. Und wenn ich die voneinander abziehe, das mache ich jetzt hier mal, dann bekomme ich eine Gleichung für x wieder. Und zwar hier 10.000 minus 100 sind dann 9.900x. Und hier ist es ein bisschen schwieriger zu berechnen. Also wenn ich die beiden voneinander abziehe, nehmen wir mal eine andere Farbe noch, dann fällt jedenfalls die Periode weg. Also die letzten beiden Stellen fallen weg. Denn 0,28 Periode minus 0,28 Periode ist eben 0. Okay. Also bleibt 34.028 minus 340. Und ja, wenn ich das jetzt so an der Seite mal berechne, dann ist es 340.028 minus 340. Also, schriftliche Multiplikation, 0 und wie viel sind 8? Das sind 8. Jetzt hier 4 und wie viel sind 12? Sind wieder 8. Habe ich mir 1 gemerkt? Also schreibe ich die hier unten hin. Dann 4 und wie viel sind 10? Sind 6. Dann habe ich mir wieder 1 gemerkt von der nächsten Stelle. Das ist dann 1 und 3 sind 4 und hier habe ich auch die 3. Also 33.688, dann schreibe ich das jetzt hier hin. Also 33.688. Okay, und jetzt kann ich durch 9.900 teilen und dann bekomme ich für x einen Bruch, genau wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist dann also 33.688 durch 9.900. Und ja, der, man sieht schon, das sind beides gerade Zahlen, also der ist sicherlich nicht fertig gekürzt. Aber uns interessiert jetzt auch nicht wirklich, dieses x auszurechnen, sondern wir wollten eigentlich nur wissen, ist es ein Bruch oder also ist es eine rationale Zahl oder nicht? Und hier sieht man eben, ja, es ist eine rationale Zahl. Also es ist ein Bruch. Okay, und damit sind wir am Ende dieser Lektion. Also es ist rational. Und dann, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Gut.